zwei, eins, go. Der scheiße Kanal vom Ruhrgebiet. Ja! Ja, genau so. Ja! Hallo Leute, wir haben uns heute feierlich an diesem heiligen Sonntag versammelt, um ein Video für euch zu drehen. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, aber wir werden heute der Köttelbecken Besuch abstatten. Danach werden wir noch einen Sandhaufen besuchen. Ja, und dann schauen wir mal, was es so noch so gibt. Und dann schauen wir einfach mal, was das so wird. Bist du ein Das habe ich mir auch gedacht. Moin, jetzt hast du mal ein Intro. Moin Freunde, ich bin von den Leben. Nee, von den. Es hat so viel gefehlt. Ja, bist zu aufgeregt für ein Intro. Siehst du das? Moin Freunde, ich bin von den Blinden wieder auferstanden. Und jetzt heißt es hier, ich will mich da runterschmeißen oder was? Freunde, das war das Intro. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wer. Wir sind jetzt hier an der Baustelle angelangt und wie in guten alten Hunting-Globs-Zeiten vom Dach runter jagen. Etta hat das gestern schon einmal gemacht. Geil. Ja, heute von oben. Ja, bin ich dabei. Also der Sandhaufensprung könnte tatsächlich schlappen Rekorde einstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also könnte der höchste sein, der je von uns gemacht wurde. Ich bin leider raus, immer noch. Bänderriss, aber die anderen regeln das schon. Ist schon ein brachialer Jump. Ich würde das mal auf gute 8 bis 9 Meter schätzen. Einmal hier 30 Mal den Rücken knacken und dann läuft das schon. Different types of warm-up. Ette macht gerade einen Depth-Check. Tief genug? Tief genug. So, die zwei begeben sich jetzt nach oben. Ich sitze hier und bin neidisch, nicht mitmachen zu können. Nächstes Mal wieder. Ich muss dazu erwähnen, dass ich eigentlich noch halb besoffen bin. Aber hilft ja alle nichts, ne? Ich bin gerade aufgestanden und todmüde, Alter, gar keinen Bock. Ich muss dazu auch echt hart scheißen. Geil, Wristband. Powerwatch. Komm. Ja? Ja. Alter. Komm, Junge, komm. Yes. Alter, Vater. Okay. 3, 2, 1, go. Nein, 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 Fini, Fini, Fini. Komm, 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 komm. Der Krüppel. Geil, Alter. Vater, ihr seid so geile Vater. In insane, Alter. Alter, das war insane. Digga, die Bauwatch hat losgeläutet, als wir oben waren. Ja, jalla. Digga, wie soll ich jalla? Alter, das ist so sick. Boah, Junge, ich bin so fucking high! Geile Nummer. Komm, nächste Runde. So. So, an der Köttelbecke angekommen. Haben wir einen Rettungsreifen gefunden. Der wird jetzt erstmal ausgetestet. Digga! Oh! Der ging mit der linken Seite in das Ei. Oh ja, okay. Test bestanden. Ah, danke. Test bestanden. Oh Junge, mit der linken Seite voll aufs linke Ei. Mit der rechten Seite, rechtes Ei, komm. Oh, der kommt noch rein. Oh Junge, das hat ein geiles Spiel. Kann ich eben ein Intro geben? Ja, mach doch. Erstmal schick machen. Dreckskrüppel. Guten Tag, liebe Gemeinde. Wir befinden uns hier an der bekannten Köttelbecke in Gelsenkirchen. Das ist hier die, okay, Alter, scheiße. Mal, oder? Der Scheiße war ein guter Stichpunkt. Wenn man es grob ausdrücken will, die Köttelbecke, nichts anderes als der Scheiße-Kanal vom Ruhrgebiet. Ja, in diesem Gewässer befinden sich sämtliche Fäkalien der Einwohner dieser schönen Gegend in dem Westen Deutschlands. Neben Scheiße, Pisse und Wichse befinden sich dort auch, ja, wahrscheinlich
Covid-19-Viren, AIDS-Viren und Tripper, Hepatitis A, B und C. Und ich meine, wenn ich hier, wo dann, ja? Wo dann einen Rope-Swing aufbauen und gucken, was hier alles so möglich ist, ohne reinzufallen. Hepatitis Prä, Junge. Digga, in dem Ding schwimmt so viel Scheiße, ne? Stell dir vor, hier wird man so ganz idyllisch mit so einem Schlauchboot her. Alter! Für den Fall, dass ich irgendwann mal heirate, ne? Will ich nicht mit so einer Pferdekutsche durch die Stadt ziehen und mit dem Schlauchboot hier durchrasen. Okay, Hommage an Dwayne's zukünftige Ehefrau. Flitterwochen, nicht auf den Malediven, sondern ab mit dem Schlauchboot über die Köttelbecke. Okay, jetzt nochmal Spaß beiseite. In der Köttelbecke, da befinden sich wirklich die Fäkalien der Einwohner des Ruhrgebiets. Also das ist wirklich der helle Wahnsinn, hier rüber zu schwinken. Digga, wenn du in die Köttelbecke fällst, ne, dann bist du mein All-Time-Favorite, Alter. Ja, weiter soweit. Ja. Okay, sieht nach Spaß aus. Noch ein bisschen mehr Schwung jetzt. Aber dann kriegst du ja schon ein bisschen Panik, wenn du nach unten guckst und dann denkst du dir so, Scheiße. Also echt. Next Challenge. Alter. Geil. Mittlerweile schon eine Familienattraktion hier. Unser Fahrgeschäft. Also, filmt. Let's go. Einfach jetzt nach rechts, ja. Oh, hab vergessen zu filmen, ja, richtig. Wie ist das erste Fazit? Macht Spaß, aber da ist eindeutig noch Luft nach oben. Was ist unser Ziel? Ja, die Luft nach oben auszunutzen und auf der anderen Seite zu landen. Kleine Zwischenfazit unsererseits. Der Plan, da einmal rüber zu schwingen, das ist ja, ziemlich schwierig, ziemlich ausgeklügelt, weil das Seil nicht lang genug ist. Also, vielleicht kriegen wir das aber neu hin. Folgender Plan: Wenn Ette schwingt, zieht Dwayne Vollgas an dem Seil, so dass Ette mehr Schwung kriegt. Dwayne gibt alles und dann landet Ette auf der anderen Seite. Auf geht's, Mädels! Also, und der Knoten ist locker. Das heißt, das könnte richtig geil werden. Komm, Ette, rein mit dir. Ja. Ja. Und Vollgas, Dwayne. Ja, so. Nee. Da fehlt ein bisschen. Wie viel fehlt da noch? Ja gut, den kriegen wir raus, oder? Kriegen wir einen Meter noch raus irgendwie? Digga, sehe ich auch nicht im Physikstudium, ich habe keine Ahnung. Nee, so siehst du nicht aus. Das ist hier wirklich zu einer richtigen Wissenschaft geworden. Ja, ob das was wird, weiß ich nicht mehr, aber es macht auf jeden Fall, macht Spaß. Wahrscheinlich macht es mehr Spaß, das zu machen, als zuzugucken, den Vlog. Aber wir sind ja bekannt für schlechten Content, von daher ist das ja eigentlich scheißegal. Beleidige den mal. Arschloch! Einer geht noch. Einer geht noch. Ja. Du Schamlippenmasseuren, Pfütze! Was? Also, Zwischenfazit: Etienne will unbedingt drüber kommen. Dwayne und ich haben überhaupt keinen Bock mehr. Und Etienne will das nochmal irgendwie umändern. Geh ans Verfickte Ufer und guck, Alter! Nein! Junge, jetzt geh da hin und guck, pack den scheiß Böller weg. Also so langsam wird es mir hier sympathisch. Das Seil sieht gut aus. Echt jetzt? Junge, jetzt geh da hin und guck. Junge, es ist wirklich perfekt. Alter, geh da hin. Du sollst dich da unten hinstellen. Warum? Weil wir jetzt so... Jeder verfickt da mal hin. Sieht so aus, als würde da so ein Zufluss sein. Vielleicht gibt es da einen Steg. Mit einer Pommesbude drauf. Ein paar Sonnenstühlen. Junge, stell dir vor, da kommt jetzt einer so den Fluss runtergeschwommen. So ein Langstreckenschwimmer, der sagt, gemütlich seine Bahn zieht. Komm, das ist er. Ja. Ja! Jetzt! Komm, Junge! So, noch ein Versuch, Alter. Das muss klappen. Komm, Dwayne, gib Vollgas. Ja! Ja, komm! Jetzt!
gesichert! Ja! Ja! Geil, Alter! Sauber, Digga! Um mal ein bisschen Farbe hier in die ganze Scheiße zu bringen, oder was? Einmal noch. Boah, Alter. Das war knapp. Reiß dir nicht die Bänder. Oh, das ist doch steinhart. Oh, Junge. Ist das echt so schlimm? Ja. Ja, dann film mal, ich will auch. Hm. Komm, hier hast du die Kamera. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, genau, ein Band gerissen. Es tut so geisteskrank weh, ne? Ich hab mir echt ein Band gerissen. Ja, das ist auch, das sieht auch so aus, wenn du mal läufst. Du bist auch gelaufen, du Mongo. Nix. Klar, du bist den ganzen Hang runter, du meinst so, ja, laufen kann ich. Hier nicht. Einmal bitte Beweismaterial einblenden. Feierabend! Okay, wir sind wieder da. So, da bin ich wieder. Kurze Dusche im Rhein-Herne-Kanal gebildet jetzt, nachdem Dwayne in der Köttelbecke war. Ich meine, wir stellen ja immer sicher, dass wir euch hochqualitativen Content zur Verfügung stellen, so wie jetzt. Aber wir sind ja bekannt für schlechten Content, von daher ist das ja eigentlich scheißegal. Da habe ich mir hier wirklich viel Mühe mitgegeben, den Winkel zu finden. Hab mich schick gemacht, habe ich heute wirklich. Schön im Sakko und Hemd. Und jetzt geht für die anderen im Rhein-Herne-Kanal rein. Jan, was für ein Schiff? Was? Sehe ich nicht. Glaub nicht. Ich sehe aber überhaupt nichts. Also alle Angaben ohne Gewehr. Dwayne präsentiert euch jetzt den schwingenden Inward-Körper. In Körper! Ja, sehr! Nächste Idee, sag ich dazu. Geile Idee. Geil. Geil. So, Ette, was präsentierst du uns? Calvin Klein Boxers. Spruch. Double. Klar. Alter. Was hat der gemacht? Ein Single Swingcast. Das solltest du noch mal... Komm, hoch, komm. Wenn, hoch und Double. Komm, bevor der aus dem Wasser ist. Ist die Challenge. Vollgas. Geil. Bart. Das Wasser ist durch meinen Darm bis in den Mund geschossen. Hier. Ein Double. Ja. Da ran hin. Ja, Double Layout, komm hoch. Ja, unser Ette, der hat immer so ein paar Schwierigkeiten, sich zu überwinden. Aber wir wissen alle ganz genau, dass er halt easy schafft. Jetzt gerade überlegt er Double Layout. Wie schafft er locker? Ah, jetzt macht er sich bereit, also vielleicht schafft er. Macht er. So, rückwärts hinstellen, runterzählen und einfach in den Backflip springen. Da hast du gar keine andere Wahl mehr. Komm, pack die Angst beiseite und zieh durch. Du schaffst ihn locker, Digga, komm. Ja, ja, genau so. Ja! Junge, das ist das geilste Gefühl, was es gibt. Ja, sag ich auch. Alter, macht das Bock. Ja, sicher. Junge! Erfolgreicher Tag, erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht's zu Jasper. Schlappentor release noch kurz vor Wack. Der ist mir weggerutscht. Warte, wir kommen gerne. Okay.